Leute, riecht ihr das auch? Irgendwie liegt ein bisschen Nostalgie in der Luft, oder? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gemeinsam mit Yamaha geht es für uns nach Portugal und wir testen die neue XSR 900 GP. Die erste Frage, die ich mir als Racer und Supersportliebhaber nach dem Release der XSR 900 GP gestellt habe, war, ob das jetzt vielleicht auch den Weg für die neue Yamaha R9 ebnet. Ich meine, es gibt ja schon ein paar mögliche Designs auf Social Media für die Yamaha R9. Und wenn wir uns jetzt die XSR 900 GP angucken, es ist natürlich ein Retro-Racer, aber wenn wir mal die Scheinwerfer vorne nehmen und die möglichen Designs, die so auf Social Media kursieren, da könnte das ja sogar irgendwie ganz gut zusammenpassen, oder nicht? Naja, auf konkrete Infos müssen wir leider noch ein bisschen warten. Aber was wir auf jeden Fall schon mal testen können, ist, wie fährt sich der aktuellste CP3-Motor mit der neuesten Elektronik auf einem Motorrad, was von der Fahrposition aus der gesamten Yamaha-Palette am ehesten an einer R9 dran wäre. Somit ist dieses Video vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich eine XSR 900 GP holen möchte, aber vielleicht auch schon für die Leute, die einfach jetzt langsam Content von einer R9 haben wollen. Ich will es kurz und knapp halten. Bevor es in den Motovlog geht, gibt es jetzt die Bike-Vorstellung in ganze 60 Sekunden und dann geht's auf die Straße. Die Verkleidung der XSR 900 GP soll an die erfolgreiche Rennsportzeit in den 80er Jahren erinnern. Das Ganze war weit vor meiner Zeit, ich finde den Look aber extrem gut gelungen. Das Bike kommt in zwei Farben, Legend Red oder Power Grey. Grundsätzlich wurde das Fahrwerk, der Motor und das Chassis von der bekannten XSR 900, also dem Naked Bike, übernommen. Allerdings wurde der Rahmen als auch der Heckrahmen ein wenig verstärkt, damit die Frontlastigkeit zu bewältigen ist. Zusätzlich gibt es jetzt Clip-on-Lenker mit integrierten Lenkerschaltern, die die Fahrposition deutlich weiter aufs Vorderrad nach vorne bringen. Mit dabei ist auch ein 5 Zoll TFT Farbdisplay mit Connectivity-Paket. Mit dabei sind auch Soft-Touch-Blinker für entweder dreimal Kurzblinken oder einen Blinkerrücksteller nach 15 Sekunden bzw. 150 Metern. Die XSR 900 GP kommt mit dem neuesten 6-Achsen Yamaha Ride Control Paket, sprich Cruise Control, Anti-Hopping-Kopplung, schräglagenabhängige TC, Wheelie Control, Slide Control, Brake Control und Bremskontrollsystem. Außerdem ist hier nun auch der Quickshifter der dritten Generation verbaut, sprich ihr könnt bei gehaltenem Gas auch den Gang runterschalten. So, das war's zum Bike, es geht auf die Straße nach Portugal. Ja, und irgendwie sind wir dann auf einmal auf einer Rennstrecke gelandet mit der XSR 900 GP. Keine Angst, es geht gleich auch auf die Straße. Aber ich dachte, ich nehme euch hier einfach mal kurz mit. Wir sind in Estoril und fahren hier gerade, ich glaube, das ist mit einer der bekanntesten Schikanen hier. Ich kenne mich hier nicht so aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Verzeiht mir, dass wir vielleicht die Scheite kurz nicht treffen. Aber ich dachte, so ein bisschen Sound, mal ein bisschen alles mitnehmen und ein bisschen auch nochmal die XSR 900 GP hier auf der Rennstrecke testen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Man kann ja auf jeden Fall mit fliegen lassen. Ich vergesse ein bisschen, dass ich eine Kevlar Jeans an habe. Ich könnte jetzt hier Knie schleifen, aber ich lasse es einfach mal. Mal raus. Jetzt geht's auf die Straße, Leute, und wir quatschen. So, und damit sind wir zurück auf der richtigen Landstraße mit der XSR 900. Und haben trotzdem, glaube ich, mindestens genauso viel Spaß wie auf der Rennstrecke. Boah, das Ding geht wie Sau. Wirklich. Aber bevor wir dazu kommen und mal so ein bisschen schauen, könnte das denn jetzt hier, wie es vielleicht im Titel auch schon stand, könnte das jetzt hier auch der Vorläufer der R9 sein? Gebe ich nochmal kurz ab an den Lukas. Der hatte nämlich ein abgestecktes Straßenstück von der Polizei. Wo wir so ein bisschen mal schauen, wie sportlich das Ding dann wirklich auf der Landstraße geht. Und danach gibt es dann nochmal ein bisschen Gesabbel von mir. So, wir haben jetzt hier eine kleine abgesperrte Strecke. Schauen wir mal, wie die XSR 900 GP auf der Landstraße sich verhält. Wir werden noch so ein paar Kameraaufnahmen machen. Also die Bremse finde ich auf jeden Fall schön und straff. Das Fahrwerk ist auch echt geil ausgelegt für die Landstraße. Also ich muss wirklich sagen, das Ding fährt sich so geil und die Elektronik regelt auch so schön mit der TC. Da steht übrigens Polizei und guckt mir zu, wie ich hier durch die Gegend baller. Der Quickshifter ist auch unfassbar sanft. Wir fahren hier noch ein paar Mal durch. Ich werde euch wahrscheinlich noch mal gleich mit auf der Rücktour nehmen. Kurz vergessen, dass hier schon das Ende ist. Dann fahren wir noch mal runter, quasi noch mal die Strecke, die wir gerade hochgefahren sind, entgegengesetzt. Der Moment, wenn der Polizist hier am Rand steht und du trotzdem ballern darfst, herrlich. Ich lieb's. Also das Motorrad fährt wirklich
super, super agil und auch sehr schön auf der Bremse, muss ich wirklich sagen. Man hat eine gute Körperposition, der Tank geht richtig schön, oder die Knie gehen richtig schön in den Tank rein. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch auf den Slow-Mos oder so seht. Oh, und der Motor, also wirklich mehr als das, braucht man wirklich nicht für die Landstraße. Und der klingt wirklich geil. Pop. Alter Schwede, dieses Teil geht mega gut um die Kurven. Ihr hattet es gerade eben auch noch wahrscheinlich schon gesehen beim Videoshoot in den Bergen. Also muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie sportlich dieses Bike ist. Wir können ja mal so ein bisschen durchs Bike durchgehen, mal ein bisschen was bequatschen. Ich blende euch vielleicht auch mal ein paar Sachen immer dazu ein, die ich meine. Punkt 1, wir haben hier auch eine vertikale Ansaugung, wie bei der MT-09 drin. Sprich, wir haben so ein geiles Ansauggeräusch. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört haben. Die Karre klingt stock echt schön für den Fahrer. Wie es draußen klingt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so angehört. Aber es zählt ja hauptsächlich auch, dass der Fahrer, ja, dass der Fahrer einfach Spaß am Fahren hat. Und das habe ich definitiv. Jetzt halten wir mal hier kurz an, oder? Ne, es geht direkt weiter. Guck mal, keine Pause für uns. Wir hatten gerade eine kleine Ampelphase. Aber dadurch hatte ich gerade eben richtig schön freie Landstraße. Boah, war das geil. Das hat richtig Laune gemacht. Einen kleinen Rutscher hatte ich. Das zeigt einem auch immer wieder, wie gefährlich tatsächlich einfach Straße fahren ist, weil immer mal irgendwas auf der Strecke liegen kann. Aber die TC hat es mega geil weggeregelt. Wir gehen mal ein bisschen durchs Bike durch. Sound habe ich angesprochen. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Und darf ja nie vergessen, man hat Euro 5 Plus. Also mittlerweile streng reglementiert, aber durch die Ansaugung sehr, sehr geilen Dreizylinder-Sound. Also mega schön. Auf der Rennstrecke, ach, also das Fahrwerk, vielleicht fangen wir anders an. Das Fahrwerk ist ja grundsätzlich auf der Basis von der XSR 900, aber man hat jetzt hier noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, weiterer Einstellungsbereich bei Druck- und Zugstufe, High-Speed, Low-Speed. Hinten kann man auch sehr viel einstellen. Das ist sehr, sehr geil. Dafür braucht man aber Zeit und da muss man sich so ein bisschen mit dem Bike auch wohlfühlen. Das können wir jetzt alles gar nicht testen. Wir haben jetzt hier einfach das Standard-Straßen-Setup und auf der Rennstrecke war es mir tatsächlich zu weich. Also man stand zu tief in der Kurve, man konnte nicht richtig einlenken, aber darauf ist es ja auch gar nicht heute ausgelegt. Ausgelegt ist auf das, was wir gerade eben hier gemacht haben. Auf der Landstraße geile Kurven fahren und das kann man hiermit so gut. Ich mag ja eh mehr dieses frontlastige, also super sportlichere, und das haben wir hier definitiv gegeben. Durch natürlich die vorderen und tieferen Lenker im Gegensatz zur XSR plus einen höheren Sitz und höhere Fußrasten, die man aber auch noch verstellen kann, haben wir hier eine sehr vorderradorientierte Sitzposition. Ja, bei dem Thema Sitzposition kann ich vielleicht so ein schlechtes Foto von mir einblenden, aber das zeigt das eigentlich ganz gut. Die R7 ist noch sportlicher als dieses Motorrad hier, aber dieses Motorrad ist wirklich sehr vorderradorientiert und sehr sportlich. Also man kann es definitiv im Alltag auch fahren, aber man ist hier schon sehr auf den Stummeln drauf. Das bringt dann natürlich ein bisschen mehr Fahrspaß in den Kurven, aber das darf man natürlich verbessern. Am besten einfach mal eine Probefahrt machen und ausprobieren. Also wir haben eine deutlich sportlichere Sitzposition. Also so einen kurzen Autobahncheck haben wir auch. Ich kann mich hier wirklich richtig schön klein machen und man kriegt tatsächlich gar nicht so viel Wind ab, obwohl das Windschild gar nicht so hoch ist. Ich will euch jetzt natürlich nicht leer aus dem Video gehen lassen. Ne? Wir haben hier ein Konzept, was sehr gut auch als richtiger Supersportler funktionieren könnte. Das Motorrad hier ist schon super agil, fährt sich super geil. Man hat richtig einen Supersport-Feeling, obwohl es natürlich einfach ein Heritage Racer ist. Und ich habe ein bisschen rumgefragt bei Yamaha und gestochert. Und ich so, ja, cooles Bike jetzt hier heute auf jeden Fall. Aber wie schaut es denn jetzt hier aus mit der R9? Habe ein bisschen probiert, immer wieder so low-key nachzufragen. Oder es kam leider keine Antwort. Das einzige oder mehrere Sachen, die ich gehört habe, war auf jeden Fall kein Nein. Es kam nicht ein, es wird auf jeden Fall sowas nicht geben. Und es kam so einmal die Antwort, naja, wenn wir jetzt hier einen sehr straßenorientierten Racer, Supersportler, wie auch immer man das hier nennen möchte, machen, dann könnte es natürlich naheliegend sein, dass auch nochmal eine Airline kommt. Von daher, es wird hoffentlich bald sein. Mir wurden zwar keine konkreten Daten genannt, aber angeblich soll man Ende dieses Jahres natürlich was hören. Für mich galt es eher herauszufinden, ob denn dieses Konzept hier, 900 Kubikmotor mit Supersport Fahrposition, ob das funktioniert. Und das muss ich sagen, für die Landstraße ist das so geil. Ich bin auch schon eine R6 auf der Landstraße gefahren, aber wenn die R9 kommen würde, dann wäre das mit diesem 900er Konzept mega geil, geiler Sound. Und ich glaube auch gerade für die Rennstrecke könnte das sehr interessant werden. Von daher, ich glaube, wir hören dieses Jahr noch was. Und dieses Motorrad hier ist einerseits
ein sehr geiler Heritage Racer und meiner Meinung nach definitiv auch eine kleine Vorstufe zur R9. Das war's mit dem Video. Habt ihr Kommentare, habt ihr Anregungen, habt ihr Fragen oder habt ihr einfach mal Bock, was zur XSR 900 GP in die Kommentare zu schreiben? Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Pressetest. Oder vielleicht fahre ich das Ding ja auch nochmal in Hamburg. Ja, ich hatte eine Menge Spaß mit dem Bike. Danke an Yamaha für die Einladung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.